sind wir nämlich schon hier. Das wird natürlich Erde. Völlig klar. Wie gesagt, ich will es schon erstmal wenigstens reinziehen hier. Dass wir diese Kante wenigstens schon mal weg haben dann. Okay. Und jetzt dasselbe Spiel nochmal. Damit zerfliegt hier eine Spitzhacke nach der anderen. Ey. Schon Wahnsinn. Wenn man das Zeug dann einmal braucht, ne, dann weiß man eigentlich, wie viel Eisen doch am Ende wert ist. Und wie wenig wir eigentlich verhältnismäßig haben. Ne? Ich meine, klar, wir haben noch ein ganz paar 64er Slots. Wir könnten jetzt beide Kisten voll mit Spitzhacken machen. Aber um hier so einen Berg abzutragen, brauchen wir eben auch gleich mal wieder so 20, 30 Stück. Und da ist schon wieder so eine halbe Kiste leer. Also müssen wir dann eben auch mal wieder die goldene Mitte ein bisschen finden und eben auch mal wieder in die Höhle gehen und Eisen suchen. Damit wir die Kiste auch mal wieder voll kriegen. So, jetzt sind wir unten. Das bedeutet, das hier noch nicht ganz, aber... Warte mal, doch, das hier ist Erdniveau. Das wird Erde und das hier muss weg. Noch nicht ganz, Freunde. Warte mal. Wenn das Erdniveau ist, dann muss das hier weg. Dann lassen wir das mal Erdniveau sein und gehen mal hier rein. Machen das mal noch schnell zu Erde. Zumindest bis hierhin. So, und jetzt wird das hier auch Erde. Und jetzt sehen wir gleich, auf was ich hier die ganze Zeit abziele. Viele wissen sicherlich schon. Also wie gesagt, dass ich den Hügel da mit dem hier so ein bisschen verschweiße, das steht ja inzwischen außer Frage. Das haben wir ja inzwischen so. Und dann ist das jetzt hier das Erdniveau. Das bedeutet, ich habe keine Erde mehr, wollte ich gerade sagen. Alter, wäre es das jetzt gewesen, ne? Das bedeutet, dass wir das hier oben nochmal wegschneiden. Während der Mond über uns hinweg schwebt. Quatsch, der Mond ist immer da, wo er ist. Die Erde dreht sich nur weiter. Ist ja nun mal so. Auch bei Minecraft. So, und so. Und das wird natürlich Erde. Und jetzt machen wir dasselbe Spiel nochmal mit der Kante hier. Die ist ja jetzt nicht mehr so lang, glaube ich. Ah, geht. So. Du kommst auch noch mit. Ah, mal diese Verlockung aus dem Fenster zu sehen. Es ist schon schön weiß draußen. Früher, als wir den Corsa noch hatten, waren wir jetzt noch driften gefahren. Aber mit einem neuen Auto nicht mehr. Ja. A, nicht mehr so gut möglich, weil elektronische Handbremse, und B, will ich mir den nicht zur Schnecke machen. So, und jetzt haben wir hier nämlich genau dieses Stückchen hier, was jetzt komplett weg muss. Und das hier auch. Ne? Toll, oder? Also, wirklich super toll. Ich sag mal hier, die kleine Ecke, ne? Die können wir ja schon mal anfangen. Also wir wissen auf jeden Fall, wo wir jederzeit wieder Cobblestone herkriegen, wenn wir mal irgendwann keinen mehr haben sollten. Was wahrscheinlich nie passieren wird. Ne, also wie gesagt, diese Ecke hier, die ich jetzt abtrage, das wird dann alles ebenerdig und geht dann genau in diesen Hügel hier über,
der dann so ist und so und einmal darum, ne? Quasi so ein schönes, wie gesagt, Plateau, trapezförmiges Gebilde. Und alles, was links von mir ist, ich trinke mal kurz nebenbei das hier. Wird dann auch quasi stufenförmig abgesetzt, was ich hier unten schon mal so ein bisschen angedeutet hatte. Ja, können wir ja schon mal so ein kleines Stück wenigstens weitermachen. Das ja, wird dann hier quasi diesen Übergang hinkriegen. Na, ich werde das auch vorläufig so aus Erde machen. Also alles das, was jetzt hier noch kommt, ja, muss dann irgendwann weichen für das, was jetzt von hier kommt. Also, ihr seht schon, ist noch jede Menge Arbeit. Aber sicherlich auch jede Menge Spaß. So, dass wir hier schon mal einen Anfang gemacht haben. So, ungefähr. Ne? Das ist dann hier die Kante ab hier. Wird dann demnächst weitergearbeitet. Hier können wir ja schon mal so ein bisschen wenigstens so tun, als ob. Und dann können wir da vorne das Stück auch noch versuchen wegzuarbeiten, weil ist eh meine letzte Spitzhacke. Das heißt, wir kommen wieder nicht weit, müssen zwischendurch dann wieder ins Lager gehen und uns neue holen und natürlich auch den anderen Kappes gleich mit wegschaffen, weil ist ja dann eh schon wieder relativ voll. Das heißt, eigentlich müssen wir gar nicht ins Lager. Ja, doch, um neue Spitzhacken zu holen, logischerweise. Aber der Cobblestone, den wir jetzt hier noch so im Petto haben, der wird ja dann eh verfeuert. Ja, und eigentlich brauchen wir da uns da vorne gar nicht großartig mehr dran machen, weil Erde habe ich jetzt eh bloß noch die 13 Stück hier. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier noch die kleine Ecke mit füllen werde. Und dann ist das auch schon wieder Geschichte. Da kommt noch ein bisschen Erde zum Vorschein. Das ist auch okay. So. Und dann ist die Erde nämlich aufgebraucht und dann können wir eh jetzt auch mal erstmal nichts mehr machen. Aber ja, klar, können da oben jetzt noch ein bisschen Erde rausholen. Wollten wir ja eh. Aber spätestens danach können wir dann, wie schon erwähnt, ins Lagerhaus gehen, weil Spitzhacke dann eh bald kaputt. Aber wir können uns ja wenigstens das holen, was wir hier kriegen können. Hier müssen wir jetzt auch absetzen, ne? Weil das ja dann wieder mit diesem anderen Berg da übergehen sollte. Da muss ich mal gucken, vielleicht klappt das auch so, dass ich da grün lassen kann und ab dort dann genau an der Ecke mit dem Sand anfange und da auch noch versuche, so einen kleinen, coolen, schrägen Übergang zu machen, dass es nicht zu abrupt aussieht, aber auch nicht zu unnatürlich, meine ich, weißt du so? Da findet sich bestimmt wieder in meinem kreativen Hirn eine Idee, die dann natürlich auch umgesetzt wird, weil ich habe das jetzt schon wieder vor meinem geistigen Auge, wie cool das dann eventuell aussieht, wenn da diese treppenstufenförmige Kante. Also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen da sozusagen hier rüber gehen und genau an der Ecke
geht es dann in Sand über, aber vielleicht so ein bisschen mit der Schräge so. Ne? Ist das, ich meine. So, jetzt haben wir erstmal 64. Oh, das brauchen wir nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Platz im Inventar. Können wir auch noch ein bisschen mehr Erde holen. Weißt du, und da ist das dann auch nicht so, dass man hier von dem Berg aus direkt hier ins Bett vom Hotelzimmer ausgucken kann, sondern dass das dann eben alles ein bisschen, ne, hier vom Hotel weg ist und da vielleicht noch ein bisschen Platz ist, vielleicht sogar für eine Mauer noch, die wir da drumherum bauen, obwohl Mauer, nee, direkt vom Fenster eher schlecht. Lassen wir dann so. Können wir ja ein bisschen begrünen mit Kakteen oder irgendwas, ne? Alles so Möglichkeiten, die mir gerade im Gehirn rumschweben, also wie gesagt, Ideen, Alter, ich müsste es fast schon wieder aufschreiben. Gab ja Nächte, wo ich teilweise nicht schlafen konnte, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe. To-Do-List Minecraft hieß es direkt. Also sowohl im Kreativmodus als auch hier im Survival gab es da Listen, die ich dann wirklich stur abgearbeitet habe. Ne? Und ja. Ich denke, manchmal ist das auch gar nicht so schlecht, weil A kann man dann wieder schlafen, wenn man sich's erstmal aus dem Kopf verabschiedet hat und aufgeschrieben hat. Das ist wirklich so, egal um was es geht. Irgendwelche Gedanken, die dich nicht schlafen lassen, aufschreiben, da kannst du schlafen. Ja, wenn es ganz viele Gedanken sind, dann musst du halt alle Gedanken aufschreiben, ist so. Aber die sind dann erstmal aus dem Kopf verschwunden, weil du weißt, okay, die stehen auf dem Zettel, ich kann sie jetzt auf jeden Fall nicht vergessen oder verdrängen oder was auch immer. Und aber man kann sozusagen immer wieder darauf zurückgreifen und hat dann wenigstens erstmal des Nächtens seine Ruhe. Ist schon wirklich was dran. Ja, ist ja, muss ja auch nicht Zettel und Stift sein, reicht ja, wenn das Handy, was ja bei den meisten Leuten nachts eh irgendwo daneben liegt, zückt und das einfach da irgendwo eine Notiz. App oder Kalender oder keine Ahnung was schreibt, das passt schon. So, jetzt sind wir hier erstmal so weit durch. Da können wir hier oben die Erde jetzt noch abtragen. Wie gesagt, dann geht es eh nur noch so weit, wie unsere Spitzhacke jetzt hält. Dass wir hier oben wenigstens das schon mal so ein bisschen wegmachen können. Um das ging es zwar eigentlich gar nicht hier, was ich gerade mache. Aber es ist ja schließlich auch ein Anfang von dem Ende, den wir irgendwann mal, oder welches wir irgendwann mal erreichen wollen, dass dieses Projekt mal irgendwann beendet wird. Sei es drum. Fahren wir mal hier noch durch mit der Schaufel. Dass die Kante wenigstens schon mal ein bisschen existiert. Katze beobachtet mich gerade. Macht mich gleich ganz nervös. Ja, so. Bis hier hinter. Wenigstens hier alles schon mal ein bisschen angedeutet, ne? Auch so ein Lieblingswort geworden schon wieder. Angedeutet, abgetragen, absetzen, inszenieren, imaginär. Ihr wisst ja. So. Weg damit. Und jetzt kann, wie gesagt, im Endeffekt dieser Klotz hier noch weg. Damit wir dann noch die Lücken mit Erde füllen können. So viel ist es ja eigentlich auch nicht mehr. Vielleicht, hätte ich fast gesagt, vielleicht. Also in der Folge schaffen wir es nicht mehr, aber vielleicht schaffen wir es noch, bevor die Spitzhacke den Geist aufgibt. Wisst ihr, wie ich meine? Das könnte knapp werden. Oh, es könnte wirklich knapp werden. Aber es ist nur eine Seite so lang.